Herzlich willkommen zur ersten Kochkunst im neuen Jahr. Und wir starten definitiv leichter und fruchtiger, als wir das alte Jahr beendet haben. Da hatten wir eher so die schweren, dunklen Soßen. Ab heute wird's hell. Ja, ich bin ja immer noch am Verdauen. Und das sind solche Sachen, die wir heute hier machen, ideal dazu. Also das ist, man holt sich praktisch sogar ein klein bisschen den Süden, den Sommer in die winterliche Stube rein. Was machst du aus den schönen Teilen? Hier. Boah. Das ist eine Cedri. Und da dreht es sich eigentlich um die Schale. Und davon machen wir einen Salat. Da gibt es Gambas dazu geröstete. Mhm. Und ja, da wird auch ein bisschen Süße kommt auch rein, weil das ist relativ bitter und so. Ja. Aber deswegen gut für den Magen. Darf ich mal kurz? Ja, schon ein Pfund. Boah, ein Pfund oder hat das mehr. Ding. Könnte man auch als Das ist aber nicht alles. Dann gibt es noch ein Hähnchen. Und dieses Hähnchen machen wir hier auch ideal jetzt. Ananas hat jetzt auch Saison für uns. Und das ist aber nicht alles. Wir machen dieses Hähnchen in Würfel mit diesen Ananaswürfeln ganz kurz, ohne Mehl, ohne große Soße und so weiter. Anschwenken. Leicht und schick. Dann kommt ein bisschen Curry dran. Und dann haben wir noch etwas, was viele Minerale enthält und auch wenig belastet, nämlich Chicorée. Also wenn ich Kohldampf habe, dann esse ich immer relativ viel Chicorée, weil das macht der Bauch voll und das ist irgendwie so nicht viel. Okay. Nein? Entschuldigung, ich bin... Ja, da müssen wir man hat es echt vergessen, wie so eine Zitrone duften kann. Das ist ja, als ob man, wenn man jetzt die Augen zumacht, dann liegt man irgendwo im Zitronengarten. Das ist großartig. Da dreht es ja nur um die Schale. Und mir geht es eigentlich heute darum, dass wir mal aufzeigen, der Zitronensaft, das Saure, das ist jetzt zum Beispiel mir das Unwichtigste. Das ist eine Amalfi-Zitrone. Das ist Dauer-Amalfi-Zitrone, das ist ein bisschen anders. Und da sieht man hier schon so einen Schorf. Und hier ist es sogar ein bisschen weich, also faulig. Und deswegen sind die im Handel so schwer zu kriegen. Es ist ein richtiges Saisongemüse. Also jetzt in der Winterzeit. Und im April hört das schon wieder auf. Gibt es das schon immer. Dann haben die. Nicht? Und hier haben wir die Dinger da, die sind vom Gardasee, also aus Norditalien. Und okay, die kosten natürlich alles ein bisschen doppelt so viel wie die normale. Aber die normale Zitrone schmeckt ja mehr nach Babadeckel oder einem Karton wie sonst was. Ne? Ja, das stimmt. Also allein so, der Duft ist es wert. Ja, aber du musst es aber waschen jetzt. Spektakulär. Weil das wächst ja nicht im Treibhaus. Die opfern, die wird geschlachtet. Oh, ich trage sie wie so eine. Ja. Wahnsinn. Also sowas habe ich echt noch nie gesehen. Ja, heißt Cedri. Spektakulär. Cedri. Cedri. Also gut, dann wird sie gewaschen. Ich bin mal sehr gespannt auf das Innenleben. Wächst also in Süden Italiens, also ganz weit unten. Und wenn ich jetzt zu meinem Gemüsehändler gehe und sage, ich hätte gerne Cedri-Zitrone, dann kapiert er das erstmal gar nicht. Gar nichts, eben. Dann muss so lange Dampf machen, bis er es sich drauf schafft. Und wenn er in den Großmarkt geht und redet mit einem Italiener, der kann das besorgen. Dauert halt. Und guck, jetzt kommt das große Wunder, warum das in Deutschland vielleicht auch nicht Mode ist. Da ist. Es geht um die Schale. Und jetzt riecht es erst richtig. Das ist einfach anders, wie wenn du jetzt diese... Jetzt kommen wir mal die Zitronenexplosion. Das ist eine ganz normale Bio-Zitrone. Das Aroma gar ist schon nix. Bloß noch halb so viel. Gell? Nee. So. Und da dreht es um diese Schale. Jetzt gehen wir mal dahinter und fangen an zu schneiden, oder? Ist das auch die Schale, aus der du dann dieses Zitronat machst? Aus dem wird auch Zitronat gemacht, genau. Okay, das hier, wir probieren es ja nachher. Ja. Ich tue es mal hier auf. Jetzt tun wir das mal weg. Schalten wir hier mal. Ja, guck, geht das schon. Relativ dünn. Ja, schon fast dick. Schön aus. Bisschen dünner noch. Wieder. Also so ist ideal. Ja. Probiere mal davon. Oh, großartig. Leicht bitter, aber nur leicht bitter. Kann man fast so essen wie eine Apfelscheibe. Schmeckt super. Und ist wahnsinnig gesund, diese Bitterstoffe. Und ich esse jetzt Zitronenschale. Ja. Pur. Also wo ich das erste Mal, ich habe es ja auch nicht glauben können. Aber man kann sich dran gewöhnen, und zwar ganz schnell. Gell? Gut, ja? Super. Sind die eigentlich Bio, wenn man die jetzt mit Schale essen? Das weiß ich nicht. Weil das ist ein ganz bestimmtes Gebiet, die das herstellen. Mhm. Die haben schon ihre Auflagen. Aber ob das zertifiziert ist, weißt du, mit so Brief und Siegel, das habe ich noch nicht gesehen.
Das ist auch eher so ein Insider-Produkt. Aber wir sagen es heute trotzdem weiter. Naja. Keiner hat es gehört. Okay, ja, so ist es. Das ist genug, das reicht. Gut. Aber merkst du, man hat hinterher, das ist nicht mal so bitter, sondern man hat das Gefühl, man hätte die Zähne geputzt. Ja, es ist total frisch und richtig reinigend. Also jetzt tun wir das nur ein bisschen anmachen, vielleicht in dem Glas drin. Ja. Und zwar, wir geben, und zwar nicht zu lang ziehen lassen, wenn das doch eine halbe Stunde mariniert reicht. Sonst ist das nämlich alles übertönt. Sind immer ein bisschen der Zucker. Also man macht ja da auch Zitronat draus. Ja. Und Zitronat ist ja überhaupt nicht bitter. Der Zucker nimmt eigentlich das bisschen bitter auch noch weg. Pfeffer? Jetzt, genau, jetzt machst du das. Oder? Da tun wir gleich ein bisschen Olivenöl. Säure brauchen wir nicht, das kommt vom Inneren. Salz noch ein bisschen. Fahren wir da mal mit der Gabel vielleicht einmal durch. Guck mal, hier liegt schon eine. Jetzt so. Alles umdrehen. Wunderbar. Eigentlich muss, wir machen nachher noch Olivenöl, da muss ein Haufen noch. Es ist einfach süditalienisch. Und der Italiener, der Süditaliener, spart mit allem nur der nicht hat mit ja Öl. Gar kein Blut in die Adern. Das ist alles Olivenöl, verstehst du? So. Den ja, Fluch geht jetzt noch nicht. Deswegen geht es dir nicht. Die sind auch pumpergesund. Ja, ja, klar. So, okay, dem geht's gut. Der zieht so ein bisschen vor sich hin. Jetzt und an die Garnelen, die da oben drauf kommen. Ich jetzt kommen Zitronenkerne die. Her. Da räume ich mal ein bisschen auf. So, und du könntest eigentlich ein Peperoni. Ja. Fachgerecht, das haben wir zwar schon öfters mal vorgeführt, zeigen. Und ich halbieren die Kerne raus. Ich zupfe hier hinten die Beinchen ab. Und jetzt schnappe ich das Ding so von hinten. Und jetzt mache ich hier die Schale seitlich so runter. Jetzt ist der Kopf noch dran. Und jetzt geht's. Ja. Diese Kerne da, die machen wir auch das raus, ist das Schärfste. Das machst du raus, ja, ja. Genau. Und wie hättest du dann gerne geschnitten gehabt? Möglichst fein. Ob das jetzt Streifen sind oder Würfel. Ja, Würfel verteilt sich besser. Also manchmal, was auch eine gute Idee ist, habe ich kürzlich bei einem Thailänder gesehen, der hat ganz grobe. Ja, mach mal so. Das ist nämlich ganz ideal. Da kann derjenige, dem es scharf ist, der legt es auf die Seite. Und nur so Streifen? Ja, dann gibt es die Schärfe ab. Ja. Und derjenige, der es nicht, der lässt es dann einfach am Tellerrand liegen. Das also gut, ich, dann machen wir Streifen. Das wäre doch eine faire Lösung. Sehr fair. So. Also, da haben wir mal den Herd einschalten. So. Dann darf ich aber nur die langen nehmen, weil die kurzen kriegt man nicht mehr raus. So. Und ich schneide jetzt hier hinten am Rücken so entlang. Und da ist dann hinten so ein Darm drin. Also übrigens an der Küste, wenn man solche Dinger da isst, da machen die das ja nie raus. Ich habe schon gar Italiener schon erlebt, die diese Köpfe richtig rösten. Und dann tun die das Essen wie Chips, gell? Echt? Ja. Die Köpfe? Die Fische essen das mit Haut und Haar. Boah. Wobei, an so einem Ding ist ja auch ordentlich Darm dran. Also da lohnt sich schon, dass man ihn rausmacht. So, jetzt haben wir das perfekt. Olivenöl. Das war jetzt eine gute Idee. Wenn das nämlich so fein ist, dann kann es derjenige, der scharf ist, der kann es nicht mehr separieren. Und weil man bei diesen kleinen Teilchen ja nie so richtig im Voraus weiß, wie viel Kabums sie haben, ist es immer so ein bisschen Risiko, ne? Genau. Da so, ist ein Knoblauchzehe. Ja. Die tun wir bloß anquetschen. Ich glaube, so, das reicht schon so. Aber es sieht so nett aus. Wir müssen ja nicht alles essen. Knoblauch auch dazu? Ja, aber nicht. So, da lege ich auch Wert drauf, dass man das auf Seite tun kann, wenn man es nicht mag. Also wir tun praktisch nur das Öl parfümieren. Pfeffer drauf. Das sieht aber jetzt schon super aus. Ja, das ist. Ah, da jetzt schon ein Bild. So, dem geht's gut. Jetzt fängst du an hier wie ein Carpaccio das zu legen. Aus unseren schönen Zitronenscheibchen. Ja. Schön auffächern. Ich kann ihn noch umdrehen. Das sieht jetzt schon toll aus.
So, das sind jetzt hier die Cedri-Zitronen. Die kommen von der Amalfi-Küste, hast du gesagt? Ja, die gibt es aber auch in Kampagnen. Ja. Apulien. Mehr? Ja, richtig rum. Richtig dick. Das geht ihm nicht auf die Nerven. Gut, noch eins in die Mitte. Gut. So, die kommen aus... Ist jetzt mal gerichtet. Eigentlich von überall her, hast du gerade gesagt. Sehr südlich halt. Sehr südlich, was Sie vielleicht nicht wussten. Am Gardasee, da gibt es auch Zitronen. Da gibt es sogar einen Ort, der Zitrone heißt, Limone. Und dort war ein uraltes Anbaugebiet für Zitronen, also uralt. Aber im 18. Jahrhundert hat man die da schon kultiviert. Und diese Tradition, die wird jetzt wieder aufleben gelassen. Auflassen geleben. Die lebt jetzt wieder auf. Das ganze Jahr über reifen die Zitronen am Baum. Blüten, reife und unreife Früchte hängen am selben Baum. 6 Ernten gibt es hier im Jahr. Limone war zu Beginn des Zitronenanbaus im 18. Jahrhundert weltweit der nördlichste Punkt, an dem diese Früchte angebaut wurden. Der Gardasee versorgte Nordeuropa mit Zitronen. Und die Menschen hier lebten von der Zitrone. Dafür nahmen sie erhebliche Strapazen auf sich. Mit Booten schafften sie Steine und Mutterboden an die sonnenexponierte, kaum erschlossene Westseite des Gardasees. Damit schufen sie die eindrucksvollen Zitronengärten, die eigentlich Gewächshäuser sind. Mitte des 19. Jahrhunderts begann dann der Niedergang des Zitronenanbaus am Gardasee. Ein Virus zerstörte einen Großteil der Zitronen. Erst jetzt beginnt ein zarter Neuanfang. Das ist Franco Segala, der Herr der Zitronengärten. Seine Familie hat allen Krisen getrotzt und nie abgelassen von dieser Frucht. Zeitweise hatten sie nur ein paar Bäume, aber die wurden gehegt und gepflegt. Von seinem Opa, von seinem Vater und jetzt von ihm und seinen Söhnen. Die Schere, der Lederbeutel und das Gespür für die Reife der Frucht, für den Duft, den sie verströmen. Das ist alles, was er braucht. Es gibt Tage, an denen er nur eine Handvoll pflückt und dann wieder kann ein ganzer Korb voll werden. Hier wurde nicht auf Quantität und damit auf Kosten der Qualität und Inhaltsstoffe gezüchtet. Neben der antibakteriellen Wirkung sollen Flavonoide und ätherische Öle unter anderem blutdrucksenkend und krebshemmend wirken. Kein Wunder, dass in Limone die ältesten Menschen von ganz Europa wohnen. Mit diesem Phänomen beschäftigt sich inzwischen die Universität von Mailand. Ganz klar, die Gardasee-Zitrone ist nicht für die Masse, hat aber Klasse. Wie unser Hähnchen auch. Das ist auch ein klasse Hähnchen. Was hier aus dem Kühlschrank kommt, bitte schön, Vincent. Daraus machst du jetzt einen Ananas-Curry. Curry, genau. Und zwar nicht so in der üblichen Art, dass man da so eine Currysoße macht, sondern eigentlich ohne Soße. Mhm. Nur der Fond vom, was so ausläuft, oder ja, mit ein bisschen Currypulver gebunden. Guck mal, wie ich das mache. Ich schneide hier hinten zum Rücken. Ja. Da vorne so durch. Wenn man jetzt das so nimmt und so drückt, dann kommt hier der Hüftknochen raus. Ja. Raus da und ab damit. Ausgelöst. Und jetzt nehmen wir einfach mal die Brüste davon. Links und rechts, da in der Mitte ist ja dieser Knochen, Brustknochen. Und jetzt schneiden wir hier das so runter. Und was da übrig ist, da machen wir uns dann vielleicht morgen eine kleine Suppe. Oder? Oh ja, Hühnerbrühe ist immer. Das geht ruckzuck, verstehst du? Erst kochen, tun wir den Knochen auskochen. Mhm. Und dann kommen die Keulchen rein. 10 Minuten später ist alles geritzt. Das heißt, ich pack das, hole ich meine Folie wieder, packe ich nochmal im Kühlschrank. Ja, gut, später. Du brauchst nur die Brüstchen. So, dann könntest du das. Was könnte ich? Das in Würfel schneiden. Ja. Wie groß machen wir die Würfel? Mach Ansage. Die Haut lässt mal dran. Hälfte von dieser Schalotte. Ja? So die Haut lässt dran, da ist der Geschmack drin. Ja, gut. Es gibt noch Leute, die das wegmachen, aber die sind ja selber schuld. Sollen sie machen? Ich mach's immer mit Haut. So, in der Größe? Lieber ein bisschen größer. Ja, weil das schnurrt noch zusammen. So, das packe ich
Die Gambas sind fertig, die lassen wir hier nur noch so auf Stufe 1. Mhm. Ein bisschen ziehen. Und hier geben wir ein bisschen Feuer, da Schalotten. Und zwar, die Schalotten machen wir auch ganz grob. So. Olivenöl, nee. So, jetzt hier. So. Gucken wir mit der Ananas, mache ich Folgendes. Wenn du eine Ananas kaufst. Das hast du aber schick geschnitten, deine Schalottchen. Ja. Haben Sie das mal gesehen, wie er sie geschnitten hat? So Spalten. Ja, so länglich halt. Warte, das ist jetzt zu viel Feuer. Wir müssen ein bisschen warten, weil wir müssen das noch richten. Ja. Wenn man sie kauft, dran riechen. Riecht es nach der Abluft eines Staubsaugers oder nach Pappendeckel, nach nasser Pappe, ist es nichts. Sondern auch eine Ananas hat einen, so in dem Zustand schon einen Duft. Mhm. Und wenn es noch gar nichts schmeckt, dann ist es noch nicht richtig reif. Dann muss es doch immer ein bisschen liegen lassen. Aber wahnsinnig viel geht nicht mehr bei der Ananas. Die reift nicht so doll nach. Es geht schon, doch. Ja, geht was. Aber auf keinen Fall. Okay, sie kriegt dann schon teilweise so dunkle Dinge, aber das macht eigentlich nichts aus. Da sollte man sie dann aber auch liegen lassen, wenn sie so vergoren riecht. Ne? Wenn sie schon so ein bisschen... Ich nehme das trotzdem. Das macht nichts aus. Okay. Aber es darf einfach geschmacklich nicht stören. Man muss einfach aufpassen. Also bei der hier, da sieht man, da ist ein anderes Problem. Ich glaube, die ist beim Transport ein bisschen kalt geworden, oder? Fast angefroren, so ähnlich. Ne? So, das ist die nächste Frage bei der Ananas. Muss ich diese Pünktchen, diese Löcher auch alle rausschneiden? Weil da ist ja fast nichts mehr über von der Ananas. Also, da sollte nicht viel drin sein. Wenn man jetzt eine ganze, also in den Tropen, also die, praktisch in den Hausgärten, wo die da ihre Ananas haben, da schneidet man jetzt das so raus, weil da können sich Insekten drin halten. Nicht? Deswegen, wir schneiden das hier einfach ein bisschen großzügiger weg. Nicht? Weil das sind ja praktisch so Nistnischen. Hörnchen. So. Okay. Sauber geputzt. Das ist auch ein Haufen Abfall. Hier? So, jetzt mache ich die gleichen Würfel wie du. Die ist schön reif und duftet auch gut. Also es kommt schon irgendwie auf den Duft an. So. Jetzt mache ich hier mal einen auf rationell. Jetzt schneide ich hier bei allen Vieren den Strunk raus. Das kannst du gleich rauslösen. Ja. Guck mal, dass das weg ist. Nochmal. So. Also viel Ananas brauchen wir, glaube ich, gar nicht. So, das ist der Abfall. Und jetzt gehen wir, dass wir ungefähr die gleiche Größe haben. Und jetzt aufs Feuer und Vollgas. Weil jetzt kommt alles zusammen in diese richtig Dampf. Jetzt macht's P. Pover. So, jetzt volle brauchen wir Pulle. Einen Löffel, Kochlöffel, dass wir das ein bisschen zerdrücken. Ananas ist gut. Gell, ist gut. Also es ist eigentlich so, wenn das so nicht schmeckt. Schmeckt ja so nicht. Die Flügel? Jo. Noch ungewürzt? Alles erst einmal so. Ananas ist fast ein wenig zu groß. Sollte nicht größer sein wie das Geflügel. Aber dann hat man was zum Beißen, verstehst du? So. Die Zwiebeln haben jetzt schon ein bisschen Farbe genommen. Pfeffermühle. Pfeffer. Die Ananas ist wirklich gut. Okay. Salz? Nicht, oder? Doch, auch ein bisschen Salz. Aber nur das Fleisch. Dann könnt ihr viel. So, und jetzt noch eine Pfanne auf. Für Pfeffer. Chicorée. Ah, Chicorée gibt es auch noch. Gibt es auch noch dazu. Und wann tust du das Currypulver drauf? Jetzt so nicht, weil das würde ja verbrennen. Ja. Das kommt eigentlich kurz vorm Anrichten. Ah. Das brennt jetzt schön vor sich hin, da, dann geht's gut. Hier ist dein Chicorée. Guck, das ist ein blaues Papier. Normalerweise ist es von den Kisten, gell? Ja. Es darf kein Licht dran kommen. Wenn, man sieht es oft in der Auslage von
Gemüseläden, da liegen die Chicorée, da werden die da außen grün. Und damit werden sie dann auch bitter. Toll geschwenkt. Hier der Strunk. Mache ein bisschen raus. So. Das ist auch das Beste, ne? Der Feuer drauf, ja. Olivenöl rein. Auch wieder Vollgas. Jawohl. Und vielleicht ist der Frau ein bisschen karamellisieren, antragen. Da kommt auch ein bisschen Schalot. Soll ich ihn noch schneiden? Mache ich. Machen wir jetzt ein bisschen fein. Der Schalottenturbo. Okay. Power kommt. Jawohl. Darf ich? Puderzucker. Zucker. Und das wird dann nicht süß, sondern das karamellisiert einfach so ein ganz kleines bisschen. Genau. Jetzt darf sogar innen ein bisschen roh bleiben oder so. Man muss das nicht so lang garen, wie man das. So ein Hauch von Biss. Das ist durch und durch als Gemüse. Ich gehe jetzt darüber, weil hier habe ich mehr Power. So. Drehen wir mal um. Was tut sich? Noch nichts. Was kann ich tun? Brauchen wir für unser Carpaccio hier schon was? Ja, das kannst du da. Das brauchen wir nicht. Da können wir eigentlich schon anfangen. Da steht nämlich noch Rucola rum. Ah was ja, mach ein bisschen Rucola. Streue das drauf. Sorry. Hätte ich gerade vergessen. Auf das Carpaccio. Ja. Mein Messer bei dir geparkt. Entschuldigung. So, jetzt kommt es hier in Wallung. So, kommt hier ein bisschen Brühe rein. Wow, du, da ist was los hier. Preiselbeeren. Preiselbeeren? Wozu? Hier. Eigentlich ist es ein bisschen, dass man das immer ein bisschen süßt. Ja. Hängt damit zusammen, um das Bittere etwas zu neutralisieren. Mehr? Nee, sonst ist es zu viel, oder? Nicht schlecht. Jetzt will ich da aber noch was etwas verraten, was ganz wichtig ist. Wenn man Rucola kauft und es ist so gebündelt, ja, so lassen. Und dann so abschneiden. Das kannst du klein schneiden wie Schnittlauch. Mhm. Dann hast du. Sonst muss man nämlich jedes Hähnchen extra kappen. Diese Stängel machen einen völlig verrückt, gell? Wolltest du mir damit durch die Blume sagen, dass ich mehr von den Stängeln hätte wegnehmen müssen? Das geht eigentlich. Geht noch. Guck mal, ich hab's doch hier auch. Ja, ja. Brav. Aber da musst du noch groß, du bist Schwäbin, ich weiß. Ja. Da kannst du ruhig noch großzügiger sein. So, was kann ich tun, außer großzügig sein? Teller holen. Wir können praktisch langsam anfangen mit Anrichten. Dann geht's so da schon hier. Für dein Hähnchen. So, hier kommt jetzt der Curry drauf. Der röstet jetzt kurz ein bisschen an. Ja. Auch ein bisschen mehr Feuer. Und welches Kräutlein darf ich Ihnen bringen, Herr Klink? Ah, ein bisschen Rosmarin. Rosmarin? Machen wir zum Curry dazu. Gute Idee. Passt das? Gib was und dann riecht ein Dekopinsel will ich behalten, bitte. Ja, gut. Dann riechen wir hier. Fangen wir mal an mit Anrichten. So, das hat's. Fertig ist die Lauge. Ein Hauch Rosmarin noch drüber. Oh. Knoblauch lasse ich zurück. Das sieht ja spektakulär das schön aus. Das geben wir hier drauf. So. Da ist der Knoblauch wieder, der muss weg. Ist gut. Das schön. Bin jetzt schon begeistert. Also, Vincent hat hier gerade angerichtet. Ein Carpaccio von Cedri-Zitronen. Und die hat er so leicht mariniert und ein bisschen Rucola darauf und eine Riesengarnele oben drauf gelegt, die ein bisschen Thymian, Knoblauch und Peperoni angeschwitzt war. Und hier ist Chicorée, der leicht karamellisiert ist, mit ein bisschen Preiselbeeren versüßt. Erstmal das. Ich glaube, einer reicht schon. Und da kommt jetzt ein Hähnchencurry drauf mit Ananas, Schalotten, einem Hauch Rosmarin. Da qualmt's. Weg damit.
So. Auch das sieht sehr schön aus. Angenehmer Schärfe. Und der Rosmarin, das war eine gute Idee, das passt sehr gut. Und diesen zweiten lassen wir nicht verkrummen. So. Sehr gut. Ja? Sehr schön sieht das aus. Das gefällt mir jetzt richtig. Ja, es ist einfach schon von der Optik her das Kontrastprogramm. Das ist dein Ding, gell? Ganz egal, ich esse beides gerne. Aber in diese Zitronen habe ich mich spontan verliebt. Die sind wirklich eine Show. Und das kommt einfach so anders daher als die dunklen, schweren Soßen, die man jetzt gegessen hat. Ne? Es ist schon von der Farbe, vom Duft, das macht einen an. Immer noch so wie ich unter Völlegefühl leidet. Ist das so? Ist das? Also ich habe es am Weihnachten, haben wir es wieder gegeben. Hast du krachen lassen? Ja. Guten Appetit. Dankeschön, mein Lieber. Oh, das ist eine echte Augenweide. Ich tue erst einmal mein Chicorée hier. Also mit Chicorée tut man viel zu wenig kochen. Also warum? Meistens als Salaten, das ist eher langweilig. Du bist ja eh immer sehr fürs Bittere zu haben. Mhm. Mm. Oh, göttlich. Curry-Ananas. Entschuldigung, ich muss gerade noch die Zitrone genießen. Die ist so herrlich. Also die Gamba ist natürlich schön darauf zu haben, aber ich wäre auch ohne glücklich. Ganz ehrlich. Nur mit diesen Zitronen. Ja. Die so ein bisschen marinieren mit Zucker, Pfeffer, Salz. Herrlich. Jetzt wäre ich bereit für ein Stück Chicorée. Oder was sollst du mir gerade anbieten? Chicorée. Karamellisierten. Und Ananas. Kriegst du auch noch. Mit Ananas. Ananas und Curry, das ist eine geniale Verbindung. Ich komme ja gar nicht mehr hinterher. Ich muss aber schlucken. Ist auch ein guter Curry. Nicht zu scharf. Aber auf diese Art und Weise sehr schick jetzt mit der Ananas. Eine leichte Schärfe vom Curry, super. Und der Chicorée hat noch Biss. So ein Hauch von Karamell. Wie bist du zufrieden? Und diese Peperoni so geröstet. Ist gar nicht mehr so arg scharf und echt? Sehr aromatisch, ja. Aber man könnte jetzt sich haben wir durch Zufall eine Bombenidee. Mal probieren, soll ich es riskieren? Nimm mal dunklere, da ist ja dunkle. Übernimmst du, wenn es mich jetzt raushaut aus der Kurve? Dann moderiere ich. Also das soll jetzt die Peperoni sein, die ich esse. Hier. Echt? Ja. Ist angenehm. Noch holzenig. Geht gut. Gell? Okay. Ist völlig okay. Große Show. Es macht einen an, es springt einen an, es sieht toll aus. Und wenn Sie vorher noch einen ordentlichen Spaziergang machen, dann ist es eine Mini-Vitalkur fürs neue Jahr. Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches, gesundes, genussvolles neues Jahr. Und dir auch. Bleib bei mir. Prost, Evelyn. Kann nichts schieflaufen. Vincent. Oh, passt gut. Duftet gut. Mhm. So eine leichte Frucht, ne? Sehr gut. Also. Damit hast du volle Punktzahl zum Jahresanfang. Danke.